verdammt auf das Bild nicht mehr. Achso, ja, stimmt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von uns. Natürlich ungestört mit Luisa und Patrick ist wie ein Gespenst dahinter. Oh, machst du mit mir hier? Du kannst ja. Ich glaube, die Luisa mag den Pudding. Ja. Wir heute ein Food Haul. Was willst du? Das? Gehst du zu Michelle in den Garten? So, die Luisa ist jetzt mit dem Patrick und mit der Lara rausgegangen und wir zeigen euch, was wir heute eingekauft haben. Wir haben insgesamt, also wir waren beim Lidl kurz, dann waren wir beim Hofer und dann bei Merkur. 210 insgesamt. Okay, 210. Ihr wisst Bescheid, wir geben immer so ungefähr 200 Euro. Leg mal los, sonst schmilzt alles. Ja, wir haben ziemlich viele Eissachen gekauft, aber das ist kein Eis, aber das ist auch auf der Tiefkühlabteilung. Und zwar Nougatknödel. Ich habe das für mich gekauft. Ich brauche zwischendurch immer eine süße Speise, weil momentan vertrage ich aktuell nicht so viel. Dann haben wir unser Lieblingseis gekauft. Plombier, kennt ihr bestimmt, haben wir schon beim letzten Mal gezeigt. Wir haben es jetzt beim Lidl gekauft, dort gibt es auch Schokolade und Karamell. Und das war dann ja sehr günstig, wir haben 1,80 Euro pro Packung, Gezahlt. Bei Merkur ist es meistens teurer. 4 Euro, glaube ich. Ja. Dann haben wir so einen Supermix gekauft von Schöller, heißt das Schöller, die Marke? Ja, so ein Originaleis von Calippo, dann dieses Swirl, Flutschfinger ist dabei. Was ist das? Dolomiti. Und Orange. Für die Lara haben wir so Kaktuseis genommen, Little Octo. Das gab es beim Lidl. So, der Papa hat sich so, wie heißen die? Händelunterkeulen gekauft. Wir gehen heute nämlich so mit der Klasse von der Michelle, alle Schüler und Eltern, so grillen und zelten. Und da haben wir jetzt ein paar Sachen zum Grillen gekauft. Dann habe ich für die Lara und die Luisa vom Lidl Mischschnitte gekauft, finde ich voll cool, weil da gibt es immer so einen 10er-Pack und ja, die essen das halt total gerne. Dann hat der Papa noch so Knabberstangen gekauft für die Mädels, weil du isst das nicht, oder? Nein, aber... Und ich esse das auch nicht, also weil es ja halt zu Salami ist, ich weiß nicht. Ja, wir machen gerne Ausflug und... Ach, deswegen meinst du? Ja. Ja, der Papa hat sich auch einen Salat genommen mit Blumen, Blütenspiel. Ja, habe noch nie sowas gegessen. Habt ihr schon mal einen Blumensalat gegessen? Ich auch noch den nicht. Sorgfältig waschen. Rumänische Parfüm? Ich hasse das. Knoblauch, wo eigentlich momentan überhaupt nicht riechen. Und ja, das ist halt mit so einer grünen Stange. Dann haben wir Eier gekauft. Wir kaufen immer Eier so von, da steht drauf, von freilaufenden Hühnern. Also nicht Bodenhaltung und auch nicht... Wie heißt das noch? Das Freilandhaltung, aber das ist so nochmal besser. Ja. Freilaufende Hühner. Dann habe ich mir so einen Jogger gekauft beim Lidl. Ja, ich weiß nicht, schon ein bisschen groß aus, oder? Aber ja. Schwanger. Ihr wisst Bescheid, man wird ja meistens nochmal breiter. Deswegen sicher ist sicher. Dann für den Patrick Champignons. Ja, da liegt ein veganes Gericht, was er kochen möchte. Dann haben wir auch Weintrauben gekauft für die Mädels. Zwei habe ich davon gekauft und die mögen das total gerne. Da mache ich immer alles ab von dem Strunk, wasche es im Thermomix, also in meiner Lidl-Maschine. Und die lieben das, weil so würden sie es nicht so gerne essen. Salatkräuter habe ich gekauft. Das ist so, wenn wir einen Salat machen, dann macht man so nur Salatkräuter drauf und ein bisschen Essig und ein bisschen Öl. Eine Babymelone haben wir gekauft von Merkur. Ja, ich hoffe, dass die süß ist. Der ist sicher gut. Aber so wenig irgendwie. Ist von ja. Dann ein Suppengrün hat der Papa gekauft. Wahrscheinlich kocht er ein Süppchen. Und dann hat der Papa auch so ein Händel gekauft. Ein Landhändel. Auch von Zurück zum Ursprung. Das ist bei uns so eine ziemlich coole oder gute Biomarke vom Hofer. Beim Hofer haben wir auch so ein Kilo Tomaten. Oder sind das zwei? Zweieinhalb. Okay, zweieinhalb. Papa möchte nämlich eine Tomatensuppe kochen. Die lieben, also die Kinder lieben diese Suppe. Vor allem im Sommer, gerade so, das ist eine erfrischende Suppe. Direkt kalt aus dem Kühlschrank. Genau. Dann Pudding, da haben wir den hier mitgenommen. Toppi Maxi, das ist so ein Fake Monte von Hofer. Ah ja, wir haben frischen Sellerie gekauft. Vielleicht machen wir mal wieder so einen Saft. Oder was noch? Das ist ein großer Busch, oder? Ja, das ist eindeutig. Süß, ist ein Busch? Naja, so blöd aus. So scheiße. Also, okay, klingt scheiße. Ich hab nicht so gemeint. Das ist ein großer Busch.
voll pervers. Du hast den Ghost Bosch. Was ist? Er hat gesagt, du hast einen fetten Busch. Auf jeden Fall, Sellerie. Mit dem Busch. Frühlingszwiebel riecht richtig ekelhaft. Auch mit Busch. Da schaut auch Kinder zu. Ja, Entschuldigung. Dann noch so eine Pourri-Stange. Auch mit Busch? Auch mit Babybusch. Mit Babybusch. Mit George Busch. Radieschen, einen kleinen Bund und für die Mädels zum. Wir gehen ja heute grillen, habe ich gesagt. Da habe ich so Nürnberger Postbratwürstchen gekauft. Dann haben wir Haselnussmilch gekauft. Eine ist schon weg, die Kinder essen schon gerade. Für den Patrick, für sein veganes Gericht, haben wir ein Pak Choi gekauft. Der wollte es unbedingt. Das ist sowas ähnliches wie Mangold, glaube ich, aber nur asiatisch. Dann habe ich den Hunden Rindermarkknochen gekauft. Zwei sind schon weg, die haben schon so eine richtige Freude jetzt damit. Hummus für den Patrick, das isst er immer gerne zum Frühstück, Natur. Für mich habe ich so Käsekreiner genommen, für heute. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ich mag heute Käsekreiner essen. Käsekreiner, das sind so Würstchen und die haben in der Mitte so Käse. Weiß nicht, kennt man wahrscheinlich. Kennt man das in Deutschland? Dann für mich habe ich einmal so einen Hüttenkäse genommen, so Cottage Cheese. Und ein Sauerrahm und ich mixe das immer und esse das mit Salz und manchmal sogar vielleicht mit Polenta, aber wenn es keins gibt, dann nur mit Brot und es schmeckt so lecker. Und das ist momentan so ein Gericht, das ich sehr gut vertrage und sehr liebe. Der Papa hat sich eine Paprika mitgenommen und die Michelle hat gesagt, sie möchte heute beim Grillen Spare Ribs essen. Ich habe mir das mitgenommen, ich esse das total gerne. Der Papa hat das früher mal gegessen. Darf er jetzt aktuell nicht, weil es ist geräuchert und er ist histaminintolerant und da darf man kein geräuchertes Fleisch essen. Und momentan bin ich so im vollen Gusto auf Fleisch und das kann ich, weil ich das sehr gut vertrage. Und deswegen habe ich das für mich genommen. Ich glaube, da mag ich dann jetzt was davon essen. Okay. Ah ja, stimmt. Diese Kirschen haben wir beim Lidl gekauft und die sind so frisch. Die sind gar nicht eingedrückt oder faulig, weil manchmal, wenn man so ganz viele Kirschen... Ja, die sind schon ein bisschen eingedrückt, aber nicht weich. Genau. Wäre mit irgendwas gespritzt, wo die nicht weich werden, aber kaputt gehen. Genau, und so, da sind schon meistens so Fliegen drüber oder so. Die sind so lecker und so dunkel und riechen auch super. Einmal Schwämme. Einmal Schwämme, Putzschwämme. Das müssen wir nicht erklären, gell? Dinkelvollkornbrot. Ein Dinkelvollkornbrot für den Patrick. Und für uns haben wir so ein Weißbrot genommen vom Lidl. Es riecht mega gut. Oh, ich sag's euch. Ah! Heimat, oder? Es riecht nach rumänischem Brot. Dann haben wir Haferflocken genommen für die Küken. Die einmal habe ich so normale genommen, die sind nicht geschrottet und die sind so ein bisschen zerschmettert, ein bisschen kleiner. Dann Mandelschnitten. Mandelschnitten, mega lecker. Sind übrigens vegan, habt ihr das gewusst? Man denkt irgendwie gar nicht so dran, aber wenn man es dann irgendwie, ja, dann vegan als Mitglied in der Familie hat, ne? Mandelschnitten. Schmecken übrigens allen. Dann hat der Papa noch ein Öl mitgenommen, der möchte jetzt schnitzen, also nicht jetzt, sondern die Tage mal ein Schnitzel machen. Ein Sack Äpfel haben wir auch gekauft, diesmal solche. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, letzten Foodhaul, da habe ich euch so schöne Äpfel gezeigt. Und die waren wirklich schön, aber die waren so ekelhaft. Also, die haben so mehlig geschmeckt. Ja. Die waren überhaupt nicht gut. Also, Aussehen ist nicht alles, mein Lieben. Ab und zu gibt es beim Hofer so XXL von den Original-Cornflakes. Und dann kaufe ich dann also das Original-Lion. Weil die Kinder, die lieben das, aber die essen auch gerne das Fake-Lion, was es beim Hofer gibt. Und für denen macht das überhaupt keinen Unterschied. Aber Lion, das ist so das einzige Cornflakes, das alle Kinder lieben. Oder Luisa, Lara, Michelle, Lion. Immer nur Lion. Einmal Käse. Dann habe ich mir Käse gekauft, also einmal Bergbauern. Buttermilchkäse mit Pfeffer. Und einmal Heumilch Emmentaler, oder? Ja. Dann hat der Papa hier so ein Salz mitgenommen. Das ist ein Himalaya-Salz, aber es ist jodiert, weil der Patrick wollte unbedingt ein jodiertes Salz haben. Deswegen haben wir sowas mitgenommen. Wir essen nämlich immer nur unjodiertes Salz.
was zum Snacken. Ich habe so eine Tüte Kelly Snips gekauft. Unsere Mädels mögen die total gerne. Einmal Koriandergewürz, auch für Patricks veganes Gericht. Und dann hat der Patrick solche Reisnudeln haben wollen. Für den Patrick auch wieder Alpro Soja Cuisine. Braucht er immer wieder mal für seine Gerichte, die er da macht. Und ja, der Papa, er verträgt es eigentlich auch besser. Also nicht das Soja. Wenn der Papa mit isst, dann kaufen wir immer Hafer. Cuisine. Mungo-Sprossen haben wir auch mitgenommen, auch für Patricks Gericht. Und Gouda-Käse. Ah, ich hatte so ein Gusto auf diesen Schafskäse und habe dann dem Papa gesagt, er soll mir da so einen kleinen Block mitnehmen. Und meine Lieblingsnaschereien momentan. Wenn mir manchmal so schlecht ist am Abend, dann esse ich sowas und das ist ganz lecker. Und Pfirsiche, Weinbergpfirsiche heißen die. Die sind so ein bisschen platt gedrückt, wie ihr sehen könnt. Und schmecken ganz lecker und sind immer knackig. Und dann hat der Papa noch so Bio-Pistolen mitgenommen. Waren die schon da eingepackt? Ja, ich habe so genommen, wie viel ich gewollt habe. Wo hast du das her? Merkur. 56 Cent, 100 Gramm. Der Weinkilo ist schon voll richtig. Heftig. Für mich habe ich ein Leberwurst mitgenommen. Momentan fahre ich richtig auf Fleisch ab. Ich sag's euch. Und genauso wie diese Wurst mag ich auch da gerne. Die habe ich letztens schon gekauft und die haben wir so schnell verspeist mit den Kindern. Und der Mama hat sich nochmal so, wie heißt das? Sonnenblumenkerne. Tja, da wird sogar eine Einleitung gegeben, wie du sie braten kannst. Ja, ich mag das in meinem Backofen. Der Papa macht sie dann immer selber, dann bestreut er sie ein bisschen mit Wasser und Salz und dann kommen die in den Backofen und dann sind sie schön knusprig warm. Und diese ganzen. Typische Osteuropäer, ne? Wenn man nicht Osteuropäer ist, versteht man das nicht mit unseren Blumenkernen. Wahrscheinlich. Eine Extrawurst für mich. Also der Papa hat gesagt, er macht mir einen kleinen Nudelsalat. Ja. Ich habe nicht so richtig Bock auf so einen Nudelsalat. Da macht man so Mayonnaise rein und Käse und diverse Gürkchen und was man immer auch gerne isst. Und Oliven habe ich auch mitgenommen. Die Luisa ist bei uns ein richtiger kleiner Olivenliebhaber und ich auch. Und für die Hunde haben wir auch so Herzen, Hühnerherzen mitgenommen. Wir wollen denen sowas kochen und es schmeckt. Also mir schmeckt sowas jetzt nicht. Hast du schon? Magst du? Hast du früher gerne Hühnerherzen? Aber ja, gebraten und nicht gekocht. Mhm. Aber als Kind habe ich auch sehr oft gegessen. Also meine Eltern haben mir, also uns als Kinder auch sehr oft gegeben. Weil ja, aber meine, sehr meine Mama auch. Aber ich gesund das, sind. Ich habe das gehasst, wenn sie es gekocht hat. Jetzt würde ich nie wieder essen. Du darfst jetzt auch keine Innereien mehr essen. Also? Auf jeden Fall für die Hunde Hühnerherzen. Nee, die werden wir aber kochen bei den Hunden. Vielleicht irgendein Reisgericht oder Nudeln noch dazugeben, ein bisschen Gemüse. Ja, die ist was, oder? Mehr haben wir nicht. Ja, das ist so ein Einkauf. Schauen wir mal, wie lange wir mit dem auskommen. Wir haben natürlich immer so Standardprodukte wie Kartoffeln und Reisnudeln, haben wir eh immer zu Hause. Und wir schauen, dass wir immer so Sachen kaufen, denen uns gerade gustelt. Und dann kommen wir so meistens eine Woche damit aus. Ja, außer die Obstsachen, da gehen wir noch zwischendurch mal. Jetzt im Sommer essen die Kinder so viel Obst und, genau. Und wir auch. Und da müssen wir noch mal in der Woche noch mal einkaufen gehen. Na gut, das war's mit dem Food Haul. 210 Euro wie immer. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.